Ja, schade, schade. Anstelle von Monus und Pflasterstein machen könnte, sind so ein paar Lianen mit reinbringen, die dann praktisch langsam der Burg entlang wachsen. Kann man später mal schauen. Ich kann im Allgemeinen verstehen, dass Leute gerne fragen, ob sie bei Server mitspielen können. Problem ist halt, dass ich mittlerweile immer öfters sehe, teils auch selbst mitbekomme, dass die Leute zwar drauf spielen, aber dann nur für so ein paar Tage haben die Lust verloren und dann gammeln die praktisch als Karteileichen auf dem Server rum. Deswegen ist für mich diese Regel, die ich getroffen habe, ziemlich wichtig, da auch zu sagen. Pass auf, zeig einfach, was für ein Mensch du bist, ob du mit in die Gruppe passt und dann ist es alles gut. Aber das passt vielen Leuten leider nicht und gehen dann meist wieder raus, ne, weil sie auf die Schnelle wirklich irgendwo für ein, zwei Tage mitspielen wollen und dann wieder mit ihrem Freundeskreis abhängen. Und das war's. Ich denke mal, höher werde ich das auch nicht bauen. Werde ich da hinten die Türme irgendwie machen. Wo ich auch noch gucken muss, wie am blödsten. So groß würde ich die Türme ja auch nicht werden lassen. Ich denke mal, wenn hier 1, 2 Platz sind. Das wird, glaube ich, schon zu viel. Wobei, wenn wir das hier als kleine Nische lassen. Aber dann müsste ich das hier eigentlich. Pass auf. Müsste ich das eigentlich so machen? Dann hier außen weiterführen. Das heißt, die ganze Mauer hier muss weg. Dürfte auch kein Problem sein. Wie gesagt, es ist mehr abreißen, wieder aufbauen als alles andere. Hauptsache, das steht dann perfekt. Jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4. 4. 5. Das Ganze lassen wir dann einfach hier irgendwie ein bisschen ausklingen.
ist, glaube ich, mit Stufen nachher am besten aus. Egal, da gucken wir später. Wie gesagt, jetzt erstmal den Turm irgendwie hochziehen. Fangen wir hier am besten schon mal an. Und hier machen wir dann praktisch den Eingang. Das kann sich so sehen lassen. Wie gesagt, da kann man später echt noch gucken, dass man irgendwie Lianen darüber wachsen lässt oder whatever. Aber dann müsste ich ja eigentlich hier auch gucken, dass der Turm so ein bisschen... so sich gestaltet. Genauso wie hier drüben. Das habe ich ja innen drin auch gemacht. Eine normale Reihe machen. Muss ja nicht an jeder Reihe bemoost dabei sein. Die Türme, glaube ich, lassen wir ganz, würde ich sagen. Das, glaube ich, sieht am besten aus. Kommen zu lassen. So eine Reihe, da sind wir ganz oben. Können wir auch mal so machen, ganz gerne. Das ist der erste Turm. Solange keiner drauf ist, der Kev wird ja gleich kommen. Machen wir einfach wieder den berühmten Ich lasse es Tag werden Spruch. So, dann müssen wir hier alles wieder wegreißen. Schon das Provisorium für die zwei Türme dann fertig. Das ist doch schon mal nice.
Gut, das muss auch weg, alles klar. So, wie weit haben wir das? Eins hier rausgucken. So passt das, alles klar. Eins rausgucken. So, dann haben wir hier den Turm, alles klar. Wie gesagt, da werden wir später, denke ich mal, noch mit Treppen versehen, dann sieht das Ganze besser aus. Und jetzt das gleiche Spielchen hier nochmal wie auf der anderen Seite. Fenster müssen wir später auch noch reinmachen. Darf man auch nicht vergessen. Ganz wichtig. Fenster für das Licht. Beziehungsweise um auch zu sehen, wenn Feinde angreifen oder sowas. Alter Vater. Fummelsarbeit mit Romiat. Schalten auch sie wieder ein, wenn es heißt, Romiat kriegt zu viel bei der Fummelsarbeit. Jetzt können wir eigentlich einen Platz wieder dazwischen lassen. Da brauche ich eine normale Reihe. Komm, machen wir jetzt. Dann sind wir auch hier ganz oben. Da müssen wir halt, wie gesagt, nur gucken, wie hoch machen wir den Turm im Endeffekt. Weil hier oben sind die Wolken schon. Ich weiß es nicht. Ein bisschen höher müssen wir das Ganze machen. Allein schon, weil wir dann hier so eine latschbare Distrade mit reinmachen. Da packe ich hier diese ganze Scheiße. An einer Breite Laufweg für die Rittersleut, die man damals hatte, um Feinde abwehren zu können. So, haust da rein, komm. So, und hier würde dann der Turm hinkommen, wo ich noch nicht weiß, wie ich das am blödsten mache. Der große Turm, ne, wo ich von gesprochen habe. Eine Seite würde der große Turm und eine Seite, die hintere Seite mit den zwei kleinen Türmen. Das Ganze dann später noch richtig zerfallen irgendwie gestalten. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich meine, mit der Mine ist mir das gut gelungen. Müssen wir mal schauen. Hier noch rum, da noch rum. Dumm die dumm.
Wir haben nämlich hier diese Laufbalustrade, wie ich gesagt habe. Es fehlt hier hinten noch.